RFID-Transponder sind etwas, sie werden sehr verbreitet eingesetzt. Ich denke, fast jeder von euch nutzt für das eine oder andere solche Transponder. Und besonders beliebt sind sie ja auch gerne mal als Zugangssystem. Wir hören jetzt einen Vortrag über den Hightech-S, der eigentlich eingesetzt werden soll für unkritische Systeme wie Logistik oder Wäschereiautomatisation. Spannende Themen. Aber der eine oder andere, wie das so gerne ist, denkt sich, ach, was dafür super funktioniert. Ey, dafür mache ich auch mein Zugriffskontrollsystem oder Zutrittskontrollsystem, dass Leute in meine Räume können. Das ist natürlich ein bisschen mutig. Und was unsere Speaker hier gemacht haben, ist mal zu gucken, ob sie nicht auch diese Systeme angreifen können von bereits geknackten Systemen, das mal übertragen. Und das werden sie uns heute zeigen und erklären, was sie gemacht haben. Und dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, den Hightech-S für das Zugriffssystem zu benutzen. Also, heißt sie willkommen mit einem schönen Applaus unsere Speaker Ralf Spenberg und Ozan Cicek. Ja, hallo. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Ralf Spenneberg, das ist Ozan. Der Dritte, der hier auf der Folie steht, ist leider erkrankt und konnte deswegen nicht mitkommen. Aber mit dreien hier auf der Bühne wäre es vielleicht auch ein wenig lächerlich gewesen bei nur 30 Minuten. Aber wir hätten uns dann irgendwie aufgeteilt. Aber schauen wir mal. Was machen wir? Wir machen Widerstandsanalysen etc. Das ist die einzige Folie zur Werbung. Ansonsten haben wir uns halt mit RFID-Systemen beschäftigt. Warum mit RFID-Systemen? Was gibt es an RFID-Systemen? Vielleicht kurz ein, zwei Sachen zum Hintergrund. Die von euch, die eben diese Transponder kennen, die man so am Schlüsselbund teilweise hat oder die in der Mensa damit bezahlen, mit solchen Scheckkarten, die also drahtlos bezahlen. Die verwenden üblicherweise immer irgendeine Art von Transponder-Technologie. Es gibt dort in Abhängigkeit der Frequenz, die diese Transponder sprechen, drei Bereiche, die üblicherweise eingesetzt werden. Es gibt die Low-Frequency-Transponder, die High-Frequency-Transponder und die Ultra-High-Frequency-Transponder. Wir beschäftigen uns hier nur mit den Low-Frequency-Transpondern. Die Low-Frequency-Transponder werden eingesetzt in erster Linie eben, wo ich einen sehr engen Kontakt herstellen kann oder auch herstellen möchte oder herstellen muss. Ihre Reichweite ist relativ gering. Darüber hinaus können Sie leider Gottes auch häufig nur sehr wenig Energie transferieren. Wenn ich also einen passiven Transponder einsetze, dann kann er nur recht gering angeregt werden und kann damit keine großartigen mathematischen Operationen durchführen. Was bei den High-Frequency-Transpondern ein wenig anders ist. Bei den Low-Frequency-Transpondern kann man das letzte Problem eigentlich nur dadurch beheben, indem ich einen aktiven Transponder verwende, der über eine eigene Batterie verfügt. Low- und High-Frequency werden eingesetzt in Schließanlagen. Da werde ich am Ende nochmal wieder darauf zurückkommen. Ultra-High-Frequency wird verwendet vor allen Dingen in der Logistik, wo ich noch größere Reichweiten brauche, wenn ich also eine Palette aus einer größeren Entfernung auslesen möchte. Ansonsten werden Low- und High-Frequency-Transponder eben für alles Mögliche eingesetzt, in Büchereien, in Wäschereien, allgemeine Logistik etc. Der Hightech-S ist ein 125 kHz-Transponder. Es gibt ihn in drei verschiedenen Varianten. Die Varianten mit 256 Bit und 2048 Bit verfügen über einen eingebauten Authentifizierungsmechanismus. Dieser Authentifizierungsmechanismus verwendet einen 48-Bit-Schlüssel, das heißt, grundsätzlich ist er per Brute Force brechbar, das ist im Grunde inzwischen trivial geworden. Er hat darüber hinaus noch ein 24-Bit-Passwort, was in dem Transponder gespeichert wird, mit dem der Transponder sich dann selbst wieder authentifizieren kann, dazu gleich mehr, und verwendet dabei einen bisher nicht dokumentierten Verschlüsselungscipher. Das heißt, der Hightech-S gilt offiziell bis heute als ungebrochen oder als sicher. Es sind weitere Transponder aus der Hightech-Familie in der Vergangenheit gebrochen worden. Und wir haben uns eben angeschaut, ob man nicht diese Angriffe tatsächlich auf den Hightech-S übertragen kann. Denn warum machen wir das Ganze überhaupt? Wir haben bei uns in unserem eigenen Gebäude eine RFID-basierte Schließanlage. Die habe ich irgendwann mal 2007 eingeführt und ich hatte immer ein ungutes Gefühl dabei. Und wir haben uns mit dieser Schließanlage beschäftigt. Wir haben diese Schließanlage
ziemlich böse gebrochen. Wir haben Kontakt zum Hersteller aufgenommen. Der Hersteller hat es inzwischen gefixt. Und zum 01.01.2016 werden wir das entsprechende Advisory veröffentlichen, in dem dann nachlesbar ist, was alles kaputt war und dass man eben entsprechend seine Firma updaten muss. Von daher kann ich da jetzt noch nichts drüber sagen, weil ich mich dem Hersteller gegenüber verpflichtet habe, tatsächlich bis zum 01.01. zu warten. Wir haben dann nach einer Alternative gesucht und wir haben uns Demosysteme verschiedener Hersteller zeigen lassen, unter anderem ein System, was den Hightech S verwendete. Ich hätte es besser wissen müssen, aber der Hersteller hat eben unter anderem die Tatsache, dass der Hightech S als noch nicht gebrochen gilt, als eine besondere Eigenschaft beworben. Und dann haben wir uns den Hightech S ein wenig genauer angeschaut. Ganz kurz zu Schließanlagen. Schließanlagen gibt es in zwei Varianten. Es gibt Schließanlagen, die online arbeiten, das heißt, ihr haltet euren Transponder an ein Lesegerät, das Lesegerät kommuniziert irgendwo mit einem zentralen Server. Der zentrale Server sagt, ob dieser Transponder die Berechtigung aufweist, die Tür zu öffnen oder nicht zu öffnen. In solchen Fällen wird üblicherweise nur die Identifikation des Transponders ausgelesen. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Transponder emulieren kann oder in dem Moment, wo ich einen Transponder kaufen kann, dessen Identifikationsnummer, die wird üblicherweise vom Hersteller reingeschrieben, ist üblicherweise eindeutig vom Hersteller garantiert. In dem Moment, wo ich einen Transponder bauen kann, indem ich diese Identifikationsnummer ändern kann, habe ich einen Schlüsselklon und verfüge über genau dieselben Schließberechtigungen. Teilweise gibt es dort aber auch inzwischen Schließanlagen, gerade bei den High-Frequency-Transpondern, wenn Sie die verwenden, die dann auch zusätzlich noch die Authentifizierung des Transponders mit benutzen und dann zum Beispiel in MyFair, Deathfire oder Ähnliches einsetzen. Offline-Schließanlagen, das sind die, die wir bei uns zum Beispiel haben und die jetzt auch in diesem Fall eingesetzt wurden, die wir uns angeschaut haben, speichern die Schließberechtigung auf dem Transponder selbst drauf. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, den Transponder auszulesen, möglicherweise selbst zu beschreiben und die Informationen, die Schließberechtigungen nicht besonders gesichert sind gegen Manipulation, bin ich sogar in der Lage, die Schließberechtigung zu ändern. Ist bei vielen Schließanlagen tatsächlich der Fall. Dort sind ganz grobe Schnitzer gemacht worden, teilweise in der Art und Weise, wie die Sachen darauf gespeichert werden. Wie gesagt, 01.01. gibt es ein Advisory dazu. In einigen Fällen wird aber zusätzlich auch noch eine Authentifizierung durchgeführt und das ist eben beim Hightech S auch der Fall. In dem Moment, wo ich einen derartigen Transponder aber auslesen kann und emulieren kann, habe ich eine Schlüsselkopie hergestellt. Und jetzt ist das Problem bei den Transpondern, dass das ja häufig einfach im Vorbeigehen passieren kann. Ich sitze in der Straßenbahn, habe meinen Transponder in der Tasche, habe nicht so einen RFID-Shield, wie man es hier kaufen kann auf dem C3, und jemand setzt sich neben mich mit dem Rucksack und liest aus 30 cm Entfernung meinen Transponder aus und hat dann eine Schlüsselkopie. Und das sollte so ein Transponder verhindern und das haben wir uns halt ein wenig angeschaut. Und jetzt übergebe ich an Ozan, der ein bisschen was zu den technischen Details erzählen wird. Ja, danke, Ralf. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns mal die Authentifizierung angeguckt. Wie wird zwischen dem Leseschreibegerät und dem Transponder authentifiziert? Das sieht so aus, dass als erstes allen Transpondern in der Reichweite die UID abgefragt wird. Daraufhin antworten alle Transponder mit ihrer eindeutigen 32-Bit UID. Dann schickt das Leseschreibegerät einen sogenannten Select-Befehl und wählt eins dieser Transponder aus, mit dem es kommunizieren möchte. Dieser ausgewählte Transponder schickt dann seine Konfiguration Bytes 0 bis 2 zu dem Leseschreibegerät und aus diesen Bytes kann man alles über den Transponder entnehmen, was man benötigt. Also welche Speichergröße hat dieser Transponder, möchte der sich überhaupt authentifizieren, welche Seiten darf ich überhaupt lesen, welche darf ich beschreiben, dann kommt noch hinzu, welche Modulation muss ich verwenden, mit welchen Geschwindigkeiten. Dies kann ich alles aus diesen Konfiguration Bytes rausnehmen. Falls jetzt gelesen wurde, es möchte sich authentifizieren, dann geht das Leseschreibegerät hin und bestimmt eine 32-Bit Zufallszahl. Mit dieser Zufallszahl wird sogenannte Secret Data berechnet, 32-Bit lang. Und diese Kombination dieser, auch Challenge genannt, dem Transponder übermittelt. Wenn der Transponder nun auch auf dieselbe Secret Data schließt, wird impliziert, dass das Leseschreibegerät diesen geheimen Key kennen muss. Jetzt geht der Transponder hin und verschlüsselt seine 3 Passwort-Bytes und ein Byte der Konfiguration und schickt es dem Leseschreibegerät. Wenn der diese entschlüsselt und das richtige Passwort ausliest, sind beide gegenseitig authentifiziert. Danach kann die unverschlüsselte Datenübertragung zwischen diesen Komponenten stattfinden. Die nächste Frage ist natürlich, womit
wo da diese SQL-Data berechnet und wie wird verschlüsselt und entschlüsselt. Wenn man sich das Memory Layout vom Hightech S mal genauer anschaut und mit dem bereits gebrochenen Transponder vom Hightech 2 mal vergleicht, dann erkennt man sehr große Unterschiede, insbesondere da, wo die Konfiguration bei sich befinden und wo der Key und das Passwort gespeichert sind. Zudem wird im Datenbank erwähnt, dass ein Leseschreibegerät, der sich authentifizieren möchte, einen ganz bestimmten Codeport zu implementieren muss, und zwar den FLIPS HTRC130. Dieser wird von allen Transpondern der Hightech-Familie verwendet und wir haben uns diesen mal genauer angeschaut, und zwar das Kommando-Interface, welche Kommandos kann man da überhaupt senden auf diesen Co-Prozessor. Da erkennt man ziemlich schnell, es gibt spezifische Kommandos, um das Hightech 1, 2 und S-Verschlüsselung anzustoßen, aber es gibt keine Hightech S-spezifischen Kommandos, um die Daten ins EEPROM zu speichern. Daraus kann man schließen, dass dort ähnliche Parameter verwendet wurden wie bei den anderen Transpondern. Zudem kommt noch die Tatsache hinzu, dass ein Co-Prozessor, der bei drei verschiedenen Transpondern verwendet wird, sehr unwahrscheinlich drei komplett verschiedene Cipher implementiert. Unter diesen Annahmen haben wir einfach behauptet, die Annahme getroffen, dass dieser Cipher vom Hightech S ähnlich oder gleich des Hightech 2 ist. Der Hightech 2 Cipher ist schon seit knapp 10 Jahren bekannt. Den hat der Herr Zerwiener reverse-engineert und publiziert. Der sieht so aus. Der besteht im Grunde aus zwei Dingen. Einer nichtlinearen zweistufigen Überführungsfunktion F und einem 48-Bit-Schieberegister. Eine Eigenschaft dieses Ciphers werden wir für die folgenden Angriffe benötigen. Und zwar, wenn man sich die Initialisierung dieses Ciphers anschaut, dann erkennt man, dass die Outbits erst verwendet werden können, wenn das Cipher initialisiert wurde. Also wir müssen in diesem 48-Bit-Schieberegister einen sogenannten Initialzustand erreichen. Das wird so gemacht, dass dort die 32-Bit-UID des Transponders und die hinteren 16-Bit des Keys genommen werden und damit wird der Cipher initialisiert erstmal. Also das Schieberegister wird damit initialisiert. Dieser wird nun 32 Mal geschiftet und beim Shiften wird die neue Stelle ganz rechts immer aufgefüllt. Und wenn ich 16-Bit des Keys in ein 48-Bit-Schieberegister stecke und dann 32 Mal shifte, dann fallen diese ja nicht raus in diesem Initialzustand, sondern die befinden sich weiterhin in der ersten Position. Was wir jetzt mit diesem Cipher gemacht haben, ist, wir haben den Proxmark genommen, das ist ein RFID-Tool, da komme ich gleich noch zu sprechen, und haben das Hightech-S-Cipher implementiert mit diesem Cipher des Hightech 2. Und damit haben wir erstmal einen Transponder, einen Hightech-S-Transponder, in das Authentifizierungsmodus versetzt mit einem uns bekannten Key. Und damit war es tatsächlich möglich, bei dem Hightech S sich zu authentifizieren. Damit ist die Annahme erstmal bestätigt worden, dass dort derselbe Cipher verwendet wurde, den Sie hier sehen können. Der wird zwar nicht exakt für das Gleiche verwendet, der Cipher an sich ist aber dasselbe. Bevor wir jetzt mit den Angriffen starten, brauchen wir erstmal ein bisschen Hardware und ein bisschen Software. Als Hardware haben wir den sogenannten Proxmark, wie gesagt, genommen. Das ist ein General-Purpose RFID-Tool. Der kann sowohl im Low- als auch im High-Frequency-Bereich alle möglichen Daten empfangen und senden. Da haben wir einige Software dazu geschrieben, zum Beispiel ein Lese- und Schreibegerät, um so einen Transponder zu lesen und zu beschreiben natürlich, und einen Emulator, um anschließend, wenn ich diesen Key erstmal gebrochen habe, auch mal so einen Transponder emulieren zu können. Jetzt bevor wir überhaupt zu den komplizierteren Angriffen kommen, erstmal die einfachen, und zwar ein Replay-Angriff ist möglich. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, und zwar in der Authentifizierung haben wir nur einen einzigen Zufallsvariablen, und der wird vom Leseschreibegerät bestimmt. Wenn ein Angreifer also diese komplette Kommunikation mitschneidet, zum Beispiel mit dem Proxmark, dann kann er diese Challenge-Nachricht erneut dem Transponder schicken. Und das Einzige, was ihm übrig bleibt, ist halt zu implizieren, dass ich den Key kennen muss. Weil ich kann ja natürlich als Angreifer seine Antwort darauf nicht entschlüsseln, um seine Passwortbytes auszulesen, aber die interessieren mich ja nicht. Weil ich kann hiernach, also nach einem einfachen Replay-Angriff, dieselben Befehle ausführen wie ein echtes Leseschreibegerät. Dann hat der Ralf das schon kurz erwähnt. Ups, die Technik spinnt. Bootforce-Angriffe. Ist nur 48-Bit-Key. Der Cipher ist nicht wirklich komplex. Wenn man da ein paar Server nimmt, kann man den Key bereits in einigen Wochen brechen. Dann gibt es einen weiteren Angriff. Und zwar diesen, das ist ein Angriff gegen den Hightech 2. Der wurde vor knapp 4 Jahren veröffentlicht. In dem Paper Gone in 360 Seconds auf der USENIX. Der benötigt 150 Challenges, also 150 verschiedene
Authentifizierung. Und wenn ich die aber erstmal habe, brauche ich für diesen Angriff nur 5 Minuten. Das ist ein rein mathematischer Angriff, der eine andere Schwachstelle des Ciphers ausnutzt, an der wir jetzt nicht weiter darauf eingehen werden. Dann gibt es noch ein, ja, das ist eher ein Designfehler von Ihrer Seite. Und zwar, wenn man sich die Konfiguration Bits mal anschaut, dann gibt es 3 Bits, die interessieren uns besonders. Das Out-Bit, wenn das gesetzt ist, möchte der Transponder sich authentifizieren. Wenn das LQN-Bit gesetzt ist, dann kann ich die Konfiguration nicht mehr bearbeiten und das Lock-Key und Passwort schützt mein Key und mein Passwort vor lesenden und schreibenden Zugriffen. Das Problem hier ist, ich kann die getrennt setzen, also die sind komplett unabhängig. Ich kann also Transponder verkaufen, die sich authentifizieren wollen und die auch die richtigen Speicherbereiche schützen, aber wo ich einfach die Konfiguration wieder neu schreiben kann. Davor ist der Transponder leider nicht geschützt. Ein weiterer Angriff, der besonders effektiv ist, sind sogenannte Satzsolver. Was sind Satzsolver? Ja, Satzsolver wie der Minisat oder Krypto-Minisat 4 sind mathematisch optimierte Algorithmen, die versuchen, Formeln zu lösen, also die Erfüllbarkeit zu beweisen. Die Formeln sind meistens der konjugierten Normalform. Und bei diesem Beispiel hier, die Sie hier sehen können, würden Satzsolver jetzt versuchen, eine Belegung für A, B und C zu finden, sodass das Ganze den Wahrheitswert True ergibt. Satzsolver kommen ursprünglich eigentlich aus der Elektrotechnik, wo ich eine logische Schaltung verifizieren möchte. Aber ich kann damit jedes Problem lösen, wenn ich das Problem in eine Formel umwandeln kann. Und genau das möchten wir machen. Wir wollen sagen, so sieht der Cipher aus. Diese Bits habe ich als Angreifer mitgelesen. Bau mir bitte eine Formel und löse das. Bevor wir diese Formel erstmal aufbauen, brauchen wir erstmal die Keystream-Bits. Wie kommen wir an die Keystream-Bits ran? Ja, ganz einfach. Diese Secret Data, das sind die ersten 32 Bit und zwar negiert. Wenn ich die also zurück negiere, erhalte ich die ersten 32 Bit. Dann wird das CON2-Bit einmal verschlüsselt und einmal nicht verschlüsselt geschickt. Wenn ich die also wieder XOR rechne, habe ich die nächsten 8 Bits. Das bedeutet, ich kann pro Authentifizierung genau 40 Keystream-Bits rausbekommen. Das ist ein Problem, weil ich suche ja einen Initialzustand, einen 48-Bit-Initialzustand, womit ich diese Bits berechnen kann. Und je weniger Bits ich habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Initialzustand falsch ist. Und bei 40 Bits tritt das leider schon auf. Beim HiTech 2 hat man das Problem nicht, weil beim HiTech 2 wird auch die Datenübertragung verschlüsselt. Also da komme ich viel mehr an 40 Bits ran. Wie lösen wir das beim HiTech S? Ja, wir nehmen 2 Cipher, also 2 verschiedene Verschlüsselungen, und lesen dort die Keystream-Bits raus, wie oben beschrieben. Und sagen, finden wir einen Initialzustand dafür und einen Initialzustand dafür. Und dann verwenden wir die Eigenschaft von der Folie vorher, wo wir gesagt haben, der Initialzustand ist ja in den ersten 16 Bit, die ersten 16 Bit vom Key. Und der ändert sich ja nicht, wenn ich mich 2-mal authentifiziere. Also füge ich die Nebenbedingungen hinzu. Diese 2 Initialzustände, die du suchen sollst, sollen in den ersten 16 Bit gleich sein. Diese Formel erstelle ich mir dann. Die wird dann mit den Satzsolvern innerhalb von unter 5 Tagen meistens gelöst. Und das Ergebnis ist ein Initialzustand. Das bedeutet 16 Bit vom Key. Ja, wie komme ich an die restlichen Daten ran? Also der Key ist ja 48 Bit lang und ich habe jetzt 16. Natürlich Bruteforcen, weil die restlichen 32 Bit ist keine große Zahl, das muss ich keinem jetzt, glaube ich, hier erwähnen. Und ich kann so einen sogenannten Rollback ausführen. Was ist ein Rollback? Ja, der Initialzustand ist jetzt quasi das Ergebnis der Initialisierung. Und in die Initialisierung fließen 3 Parameter ein. Die Zufallszahl, die UID und der Key. Ich kenne das Ergebnis, den Initialzustand, die UID und die Zufallszahl, also Authentifizierung. Dann kann ich die einzige unbekannte natürlich mit der XOR-Operation wieder herausrechnen. Das bedeutet, ich rechne Schritt für Schritt den Zustand vom vorigen Zustand hervor, also von dem aktuellen Zustand zu dem vorigen, und bekomme immer einen weiteren Key. Das geht sofort, das sind nur 32 Operationen. Und wenn ich den Key erstmal habe, das heißt noch nicht direkt, dass ich den kompletten Transponder lesen kann, weil, wie gesagt, da gibt es ein LKP-Bit, der schützt Key und Passwort. Den Key kenne ich und das Passwort, das wurde ja verschlüsselt in der Authentifizierung übertragen. Das kann ich wieder entschlüsseln, weil ich jetzt ein Angreifer bin, der den Cipher und den Key kennt. Wenn ich natürlich jetzt den kompletten Inhalt des Transponders habe und ich weiß, wie der Cipher aussieht, wie das Protokoll aussieht, kann ich so einen Transponder auch natürlich emulieren. Was kann man als Hardware nehmen? Wie wir, den Proxmark oder RFIDL oder in dem Frequenzbereich kann man auch sich selber was zusammenbauen, ist relativ einfach. Der Angriff besteht aus 3 Teilen, also einmal die Tracer, also die Authentifizierung zu sammeln und den Key zu brechen. Das ist abhängig davon, welchen Angriff man nimmt, kryptoanalytischer Angriff oder Satzsolver, und den Transponder komplett auszulesen und die Emulation zu starten, das geht sofort.
Gut, das heißt, wenn ich jetzt eine Schließanlage habe, die den Hightech-S-Transponder einsetzt, und ich komme gleich nochmal dazu, wo es sowas möglicherweise geben kann, dann besteht tatsächlich die Gefahr, dass jemand, während ich zum Beispiel den Schlüssel ins Schloss reinstecke oder während ich meinen Transponder davor halte, mit einer entsprechenden Antenne diese Authentifizierungsvorgänge mitliest. Ich brauche von einem Schlüssel, wie wir gesehen haben beim Satzsolver, zwei Challenges, also zwei Austausche des Schlüssels mit dem Schloss, beziehungsweise wenn ich einen kryptoanalytischen Angriff fahren möchte, 150. Das ist sicherlich ein wenig schwieriger, so irgendwie zu machen. Dafür müsste ich schon Zugang, also kurzzeitig Zugang zu dem Schlüssel haben. Ich müsste meine eigene Gewalt bringen, dann dahin gehen, um diese 150 Challenges auszulesen und kann damit den Key brechen, der von diesem Schlüssel verwendet wird und anschließend eben auch sämtliche andere Daten, die dieser Schlüssel besitzt, eben auslesen bzw. ableiten. Das heißt, ich bin in der Lage, tatsächlich einen Klon herzustellen. Wenn darüber hinaus möglicherweise bei der einen oder anderen Schließanlage die Daten auf dem Schlüssel nicht richtig gesichert sind, kann ich vielleicht sogar die Schließberechtigung erweitern. Das heißt, ich kann eben aus der Schließberechtigung eines Praktikanten die Schließberechtigung des Geschäftsführers machen. Auch das haben wir tatsächlich bei einer gewissen Anlage gesehen. Das war aber nicht eine Anlage, die auf Hightech-S basierte. Wir haben uns dann umgeschaut und haben geschaut, was gibt es sonst noch an Low-Frequency-Transpondern. Alle anderen Low-Frequency-Transponder, die wir gefunden haben, waren entweder schon gebrochen oder verwenden Verfahren, die wahrscheinlich genauso einfach zu brechen sind wie jetzt dieses Verfahren vom Hightech-S. Das heißt, die Low-Frequency-Transponder verfügen grundsätzlich nicht über genügend Energie, unserer Ansicht nach, um sichere Verfahren wie ein AES-Verfahren oder etwas Ähnliches einzusetzen. Das heißt, ich brauche tatsächlich, wenn ich Schließanlagen sicher implementieren möchte, Zutrittskontrollsysteme sicher implementieren möchte, High-Frequency-Transponder. High-Frequency-Transponder heißt aber jetzt nicht grundsätzlich meine Schließanlage sicher, weil auch dort gibt es zum Beispiel so Sachen wie den MIFAC Classic. Und dass der MIFAC Classic gebrochen ist, weiß, glaube ich, inzwischen jeder. Wenn man sich die Hersteller anschaut, die dann eben zum Beispiel auch den DeSpire unterstützen, stellt man fest, dass ich in deren Schließanlagen aber ohne weiteres auch weiterhin ein MIFAC Classic verwenden kann. Das heißt, die Schließanlagen sind rückwärtskompatibel. Und wenn die Schließanlage vielleicht auch schon 5, 6, 7, 8 Jahre im Einsatz ist, besteht auch eine große Gefahr, dass möglicherweise noch so ein klassischer MIFAC Classic Transponder irgendwo im Einsatz ist, weil man den damals gekauft hat und vielleicht nicht ersetzt hat. Das heißt, die moderneren Verfahren können sicher sein, müssen aber nicht sicher sein. Wir haben dann einfach mal geschaut, welche Hersteller tatsächlich Low-Frequency-Transponder einsetzen oder sogar den Hightech-S einsetzen. Und es gibt eine Vielzahl von Schließsystemen. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass wenn Ihr Hersteller auf dieser Liste ist, Ihr Schließsystem kaputt ist, weil einige Hersteller haben eben auch Alternativen dazu. Das heißt, zum Beispiel bei Ullmann und Zacher, dort wird eben auch die Schließanlage mit High-Frequency-Transpondern angeboten und ich kann dort auch den DeSpire einsetzen. Wenn Sie aber eine Low-Frequency-Anlage gekauft haben, können Sie dort nur den Hightech, ich glaube der Hightech 1 ist es dort oder was, der Hightech 2 und irgendwie einen EM4450 einsetzen, der noch weniger Schutz bietet und bei dem tatsächlich das Klonen dieser Transponder dann trivialst einfach ist. Sie müssen sich im Grunde nur ein Stück Hardware bauen für vielleicht 20, 25, 30 Euro und Sie haben eine Kopie des Schlüssels, der sich genauso verhält wie der Originalschlüssel. Und wenn dann eben nachts um 3 Uhr eingebrochen wird und Sie schauen in Ihrer Schließanlage nach, das ist ja einer der großen Vorteile dieser Schließanlage, Sie protokollieren ja genau, wer die Tür geöffnet hat, dann sehen Sie, dass der Geschäftsführer die Tür nachts um 3 Uhr geöffnet hat. Ja, und es ist keine Möglichkeit nachzuvollziehen, wer es wirklich war. Wenn man dann die Hersteller konfrontiert, das vielleicht noch so zum Abschluss, und sie fragt, wie sie denn so ein Schließsystem verkaufen können, dann wird entweder geantwortet, ja, das war vor 7 Jahren State of the Art, oder, und wir sehen keinen Grund, den Kunden zu informieren, dass das vielleicht heute nicht mehr der Fall ist, oder man kriegt als Antwort, wir haben nie behauptet, dass das sicher ist. Wir machen keine Sicherheitssysteme, wir machen Zutrittskontroll- oder Zutrittsorganisationssysteme. Und dann geht man hin und sucht auf der Webseite des Herstellers nach dem Wort Sicherheit, und es taucht zumindest in dem Bereich nicht einmal auf. Und dann fragt man sich, ob der Hersteller das nicht vielleicht schon lange weiß und einen die ganze Zeit für dumm verkaufen will. Weil wo überall sind diese Systeme? Krankenhäuser, Behörden etc. Damit möchte ich schließen. Fragen?
und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Also ich habe gelernt, ich werde jetzt auf jeden Fall genauer auf Herstellerseiten lesen, wenn ich damit zu tun habe, was da so steht und was nicht. Wir haben noch 5 Minuten für Fragen. Wenn ihr Fragen stellen möchtet, geht bitte zu einem der 6 Mikrofone, die hier in den Gängen stehen. Und natürlich auch an alle, die uns in den Streams folgen. Es gibt die Möglichkeit, im IRC Fragen zu stellen, die dann nette Engel hier uns vor Ort vorlesen. An Mikrofon 3, das sehe ich eine Frage. Ja, eine Frage. Kann man dann ohne Besitz des Transponders Paare sammeln von Challenge und sozusagen vom Reader generierter Response, wenn man einfach zum Leser hingeht? Nein. Also der Punkt ist ja, ich brauche, der Leser muss glauben, dass er mit dem Transponder spricht und muss dem Transponder eben Daten schicken. Also was man machen kann, wenn Sie... wenn du Zugang hast zu dem Transponder, also die ID des Transponders irgendwie anders aus größerer Entfernung auslesen kannst, kannst du natürlich einen Emulator bauen, der erstmal behauptet, diese ID zu sein. Damit ja. Kannst du dann zum Lesegerät hingehen, das Lesegerät wird dir dann den Challenge schicken, weil es ja diesen Transponder jetzt eben aktivieren möchte. Das heißt, so ja, aber ich muss einmal eine gültige ID ausgelesen haben. Es kommt ein bisschen auf das Schließsystem an. Wir haben auch ein Schließsystem gesehen, was wohl die Hardware-IDs nicht wirklich intern sich merkt. Das heißt, das arbeitet ein bisschen anders. Also da kann man wahrscheinlich sogar mit einer beliebigen ID dahin gehen. Man bekommt ein Challenge von dem Lesegerät geschickt. Okay, danke. Gut, die nächste Frage von Mikrofon Nummer 5 da hinten. Ich habe zuletzt CT gelesen und da war so ein schöner Artikel über Mercedes, die über Relay-Angriffe geöffnet werden. Habt ihr sowas auch ausprobiert? Sprich, einer fährt mit der Straßenbahn und dem Schlüsselhalter mit und der andere steht an der Tür. Wir haben es nicht direkt ausprobiert, aber trivial einfach mit dem Transponder. Also keine Timing-Geschichten? Nein. Gut, Mikrofon Nummer 4. Ja, meine Frage ist, werden Sie die Proxmox-Sourcen releasen? Ich denke schon, ja. Also zumindest Teile davon, ja. Okay. Also, ja. Okay. NXP ist übrigens, also NXP ist der Hersteller dahinter, ursprünglich hat Philips das Ding gebaut. NXP ist kontaktiert worden von uns vor 4 oder 5 Monaten, da hatten wir keine Antwort, dann nochmal vor irgendwie 60 Tagen oder 50 Tagen. NXP ist informiert und hat eben auch seine Kunden angeschrieben. Das heißt, wenn hier ein Kunde drin sitzen sollte, der diese Transponder einsetzt in eigenen Applikationen, verlassen sich nicht eben mehr auf die Identität des Transponders. Also wenn die Identität des Transponders wichtig ist für die Sicherheit ihrer Applikation, dann ist die Applikation kaputt. Schließsysteme nebenbei bestehen häufig aus 500.000 oder mehreren Schlössern und so 10.000 Transponder, die ich tauschen muss, in größeren Gebäuden. Schwer zu tauschen. Dann schließe ich nochmal mit, haben wir noch eine Frage? Hier kommt noch eine Frage aus dem Internet. Gut, für eine haben wir noch Zeit, bitte. Könnte man, wenn man diese Kommunikation aufzeichnen will, bei 125 Kilohertz auch Soundkarten einsetzen dafür? Oh, gute Frage. Analyse. Keine Ahnung. Haben wir nicht gemacht. Wir haben Oszilloskope eingesetzt, um uns das anzuschauen, was dort übertragen wird. Aber wenn die Soundkarte die 125 kHz auflösen kann, dann wäre das wahrscheinlich sogar machbar, dort das zu machen. Man muss sich dann eben ein wenig mit der Modulation und Ähnlichem beschäftigen. Das ist nicht ganz trivial bei den Transpondern. Gut, dann nochmal einen herzlichen Applaus und vielen Dank für diesen wundervollen Talk.